Vier Ärzte, ein Engländer, ein Deutscher, ein Russe und ein Amerikaner, treffen sich auf einer internationalen Konferenz. Der Engländer sagt: Wir haben es geschafft, einem Patienten ein Schweineherz zu transplantieren. Und ein paar Monate später hat er den Ironman gewonnen. Der deutsche Arzt erwidert: Das ist gar nichts. Wir haben einem Mann die Wirbelsäule ersetzt. Und ein paar Monate später hat er eine olympische Medaille im Gewichtheben gewonnen. Der russische Arzt unterbricht sie: Wir haben ein komplettes Gehirn transplantiert. Und ein paar Monate später hat der Patient den Nobelpreis erhalten. Der amerikanische Arzt schmunzelt nur und sagt: Wir haben einen Mann ohne Herz, ohne Rückgrat und ohne Verstand behandelt. Und er wurde über Nacht unser Präsident.